ungewöhnliche Pressekonferenzen notwendig. Und im Gegensatz zum letzten Mal, als wir hier den schwarzen Tag oder den schwarzen Dienstag der Pressefreiheit betrauern mussten, ist heute eher ein frohes Ereignis. Ich freue mich daher, dass wir hier Jürgen Elsässer nebst Frau begrüßen dürfen zum aktuellen Fall Aufhebung des Kompaktmagazinsverbots, den Prozessbevollmächtigten, Rechtsanwalt Notdurft und den Fraktionsvorsitzenden und den parlamentarischen Geschäftsführer. Und ich würde zuerst das Wort an Herrn Elsässer übergeben. Bitte schön. Ja, vielen Dank für die Einladung an die AfD Brandenburg. Für uns als Kompaktmagazin ist der gestrige Tag ein Riesenerfolg gewesen. Es war der Sieg von David über Goliath, der Demokratie über die Diktatur und des Volkes über das Regime. Kurz und gut, es war der Sieg von Kompakt über Nancy Faeser. Es ist der wichtigste Tag für die Pressefreiheit seit der Spiegel-Affäre 1962, wo im Anschluss der verantwortliche Minister, nämlich Franz Josef Strauß, zurücktreten musste. Jetzt ist die verantwortliche Ministerin Nancy Faeser und wir werden mit Spannung verfolgen, wie sie sich verhalten wird oder verhalten muss. Ich bin besonders glücklich, dass wir jetzt hier in Potsdam in Brandenburg sind, weil in gewissem Sinne hat die Verfolgungsjagd gegen Kompakt hier ihren Anfang genommen. Und zwar durch den Landesverfassungsschutz, der unser Magazin, ich glaube, Ende 2021 als erstes Landesamt und noch vor dem Bundesamt für gesichert rechtsextrem erklärte. Wir haben mit dem Verfassungsschutz Brandenburg nie ein Problem gehabt, seit unserer Gründung im Jahre 2010. Erst als die Spitze des Verfassungsschutzes Brandenburg analog zur Spitze des Bundesverfassungsschutzes Ende 2018 ausgetauscht wurde, hat sich der Inlandsgeheimdienst oder sein regionaler Zweig begonnen, mit unserem Magazin zu beschäftigen, was darauf hindeutet, dass dieser Wechsel an der Spitze des Verfassungsschutzes verantwortlich war für die immer stärkere radikalisierende Einstufung unseres Magazins und nicht etwa Änderungen in unseren Inhalten, die nämlich die ganze Zeit gleich geblieben sind. Der Erfolg kam für uns genauso überraschend wie das Verbot. Wir hatten den Schock der staatlichen Repression am 16. Juli 2024 und dann hatten wir am 14. August den Schock des Sieges über diesen Anschlag. Es ist wie Himmel und Hölle gewesen, wie Hölle und Himmel. Wir haben immer damit gerechnet, dass wir das Verbotsverfahren gewinnen würden, weil Recht und Gesetz auf unserer Seite sind. Aber wir haben lange daran gezweifelt, ob das schon im Einsacheverfahren der Fall sein würde. Einfach vor dem Hintergrund, dass ein erheblicher Druck da ist seitens der Politik auf die Gerichte, auf die Richter. Das heißt, wir haben es hier mit einer übergriffigen Exekutive zu tun, die sich in Belange der Judikative einmischt. Schon zu Zeiten von Corona war das ja so. Und umso überraschender und umso erfreulicher ist es, dass sich Richter gefunden haben, die sich nicht reinreden lassen von der Politik, sondern die souverän bei der Abwägung der juristischen Argumente pro und contra bleiben. Ein entscheidender Erfolgsfaktor beim
Bundesverwaltungsgericht war, dass diese Argumente, die für unsere Sache sprechen, in so überzeugender Weise vorgetragen wurden von unserem Anwalt Laurenz Nordurft. Wir haben ein großes Anwaltsteam im Hintergrund, etwa 10 Personen. Aber Laurenz Nordurft hat die Meisterarbeit und die Titanenarbeit vollbracht. Innerhalb kürzester Frist und auch mehrfach mit seinen Schriftstücken die Richter schließlich davon zu überzeugen, dass sie hier nicht der Innenministerin Nancy Faeser nachgeben dürfen, ohne entscheidende Grundrechte der freien Presse zu verletzen. Deswegen würde ich mich freuen, wenn Sie, lieber Herr Nordurft, jetzt das Wort übernehmen. Ja, vielen Dank für die Gelegenheit, hier zum Verfahren einige Informationen zu geben. Ich freue mich, dass Sie dazu hier erschienen sind. Dass eine Entscheidung ergangen ist, hat ganz Deutschland gestern gehört. Ich möchte Ihnen einmal aufzeigen, wie der Weg bis zur Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes war. Zur Chronologie. Am 16. Juli 2024 erging das Verfahren. Der Elsässer sagt es überraschend. In der Presse kommunizierte Frau Bundesinnenministerin Faeser dazu: Ich habe heute das rechtsextremistische Magazin Kompakt verboten. Tatsächlich fehlt es sich etwas anders, wie man in der 91-seitigen Verbotsverfügung nachlesen konnte. Es erging ein Verbot mit Anordnung des Sofortvollzugs des bundesweiten Kompaktmagazins gegen die herausgebende Kompaktmagazin GmbH, einer Tochtergesellschaft, an der das Kompaktmagazin einige Gesellschaftsanteile hält und die sich mit der Produktion von Videos und Digitalinhalten beschäftigt, und gegen 8 Journalisten sowie Redaktions- und Verlagsmitarbeiter, die ausdrücklich als Adressaten in der Verbotsverfügung genannt wurden. Das BMI hat das Verbot von Kompakt ganz wesentlich mit der Reichweite und der Verbreitung von Kompakt begründet. Das begründe die Gefährlichkeit des Magazins und des Verlags- und Presseunternehmens. Beim Kompaktmagazin handelt es sich um ein Medium, das wegen seiner außerhalb des Mainstreams liegenden Position und seiner neutralen Berichterstattung über oppositionelle Kräfte wie die Partei Alternative für Deutschland, AfD, aber auch das Bündnis Sarah Wagenknecht, für Furore gesorgt hat und Anfeindungen ausgesetzt war und ist. Nach Auffassung des BMI betreibe Kompakt Pressearbeit nur als Nebenaspekt. Vielmehr missbrauche sie die Pressefreiheit als Sprachrohr für diese politischen Strömungen. Insbesondere bezog sich dabei das Bundesinnenministerium in der Verbotsverfügung und auch in den weiteren gerichtlichen Stellungnahmen auf den gedeihlichen Umgang und auf den positiven Einfluss auf die Arbeit der AfD im Land Brandenburg. Ganz maßgeblich wurden die vom Land Brandenburg und vom Verfassungsschutz des Landes Brandenburg angeführten Beanstandungen, das war dort eine Zusammenarbeit Hand in Hand mit der Presse und eben auch zum Wohl der Landespartei erfolgt, herausgestellt. Mit ihrer Entscheidung hat die Ministerin ein wesentliches Sprachrohr der Opposition in Deutschland zum Schweigen gebracht. Was bedeutet ein Verbot? Zunächst ist es die vollständige Wegnahme der Redaktion ihrer sachlichen und geistigen Betriebsmittel, die Schließung des gesamten Medien- und Pressehauses, die Wortbildmarken, die immateriellen Güter, all dies darf bei Strafe nicht mehr verwendet werden.
sämtliche Vermögensgegenstände, Konten, geschäftlich wie auch privat, also die Eheleute Elsässer sind auch privat angegangen worden, wurden konfisziert. Und zwar restlos. Die vom BMI übermittelte bundesweite Asservatenliste enthält 178 Seiten. Maßgeblich daran beteiligt sind die Landesbehörden hier bei Ihnen im Land Brandenburg. Koordiniert durch das Polizeipräsidium Brandenburg. Am 24. Juli 2024 wurde Klage mit Eilantrag eingereicht. Der Antrag im Klageverfahren ist relativ kurz. Die Verfügung des Bundesministeriums des Innern, BMI vom 5. Juni 2024, zugestellt am 16. Juli 2024 wird aufgerufen. Daneben wurde auch ein Eilantrag eingeleitet. Dazu wurde beantragt, die aufschiebende Wirkung der Klage der Antragsteller. Ich erläutere das nochmal. Antragsteller ist in erster Linie hier die Kompaktmagazin GmbH als Träger des Kompaktmagazins und der weiteren Veröffentlichungen aus dem Kompakthaus, aber eben auch Tochtergesellschaft und die in der Verbotsverfügung adressierten Mitarbeiter der Redaktion. Die Klage der Antragsteller vom 24. Juni, die aufschiebende Wirkung wird wiederhergestellt bzw. angeordnet. Außerdem haben wir einen Antrag auf Rückgängigmachung der Vollzugsfolgen gestellt, sodass die eingezogenen, sichergestellten und beschlagnahmten Vermögens- und Sachwerte und Rechte durch Freigabe angeordnet wird. Der Schriftsatz hat 19 Seiten. Am 25. Juli 2024 gab das Bundesverwaltungsgericht dem BMI auf, binnen 10 Tagen Stellung zu nehmen und die Verwaltungsvorgänge bis spätestens zum 1. August vorzulegen. Am 2. August abends bestand dann auch tatsächlich die Möglichkeit, die über 7200-seitigen Verwaltungsvorgänge hier im Eilverfahren beim Verwaltungsgericht in Leipzig abzuholen. Am 5.8. abends ging die Stellungnahme des BMI ein. Sie hat 121 Seiten. Das Bundesministerium des Innern lässt sich vertreten von der Großkanzlei Redeker und dort durch den Verfahrensbevollmächtigten Professor Roth. Am 6. August mittags übermittelte das Bundesverwaltungsgericht die Stellungnahme des BMI mit der Gelegenheit zur Stellungnahme bis zum 9.8. 11 Uhr. Das war eine Frist von weniger als 3 Tagen, in der auf die Stellungnahme und auf die Verwaltungsvorgänge erwidert werden konnte. Am 9.8. früh ging die Stellungnahme der Antragsteller beim Bundesverwaltungsgericht ein. Der Schriftsatz hat 16 Seiten. Am 9. August 2024 übermittelte das Bundesverwaltungsgericht sogleich diesen Schriftsatz an das BMI mit der Gelegenheit zur Stellungnahme bis Sonntag, dem 11.8. 12 Uhr. Am Sonntag, den 10.8. um 23.27 Uhr ging vom BMI und die Kanzlei Redeker, Professor Roth, beim Bundesverwaltungsgericht die Stellungnahme ein, es waren 28 Seiten. Erst am 13.8. übermittelte das Bundesverwaltungsgericht diese letzte Stellungnahme des BMI mit den Bemerken zur Kenntnisnahme. Jetzt war klar, das Bundesverwaltungsgericht entscheidet. Und tatsächlich erging gestern Mittag am 14.8. ein Anruf vom Bundesverwaltungsgericht, das entschieden wurde. Erst einmal nur der Tenor, also die Anordnung, die das Bundesverwaltungsgericht getroffen hat. Gründe liegen noch nicht vor, allerdings hat das Bundesverwaltungsgericht eine etwas kompliziert gehaltene Pressemitteilung zum Sachverhalt veröffentlicht. Der Tenor der Entscheidung ist kurz und knapp. Die aufschiebende Wirkung der Klage der Kompakt Magazin GmbH gegen die Verbotsverfügung des Bundesministeriums des Innern und für Heimat vom 5. Juni 2024 wird wiederhergestellt. Daneben gab es noch Nebenentscheidungen. Unter anderem wird dem BMI eingeräumt, innerhalb einer Woche die beschlagnahmten Gegenstände noch einmal zu dokumentieren, zu speichern, zu kopieren, bevor sie zurückgegeben werden. Und damit sind wir auch im Kern der jetzigen Situation.
es spricht sehr viel dafür, nach der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes und auch nach den Erklärungen, die in der Pressemitteilung enthalten waren, dass die Verbotsverfügung rechts- und verfassungswidrig war. Das BMI hat den Vorwurf erhoben, Kompakt missbrauche die Pressefreiheit. Die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes spricht aber eine andere Sprache. Vielmehr liegt jetzt auf der Hand, dass das BMI das Vereinsrecht missbraucht hat, um ein Presseunternehmen auszulöschen. Ein weiterer Kritikpunkt, der nun anhand der Entscheidung und der Pressemitteilung des Bundesverwaltungsgerichtes offenbar ist, ist der, dass auch bei der Handhabung des Vereinsgesetzes die Presse und die Meinungsfreiheit einen derart hohen Rang hat, dass an ihrer Berücksichtigung kein Weg vorbeiführt. Damit hat das Bundesverwaltungsgericht jetzt schon absehbar einen Prüfungsmaßstab aufgebaut, abweichend von den bisherigen Judizen der vergangenen Jahrzehnte, der es schwer macht, ein Presseunternehmen einem totalen Verbot zu unterziehen. Außerdem hat das Bundesverwaltungsgericht mit dieser Entscheidung, die über das hinausgeht, was der Wortlaut der Verfassung für diesen wirklich sensiblen Bereich vorsieht, klargestellt, dass ein unbelastetes Presseunternehmen, so wie Kompakt, gegen das er bislang noch auf keiner Ebene presserechtliche Maßnahmen ergriffen worden sind, gegen das keine aufsichtsrechtlichen Maßnahmen ergriffen worden sind, deren Redakteure keine strafrechtlichen Sanktionen für die von ihnen publizierten Inhalte tragen mussten, ein Medium, das nicht von den Jugendschutzstellen sanktioniert worden ist, ein Medium, das auch von den zuständigen Stellen im Land Brandenburg und auch der Medienaufsicht keinerlei Reglementierung unterworfen wurde, dass ein solches Unternehmen nicht einfach so, ohne dass mildere Maßnahmen ergriffen wurden, mit dem wirklich schärfsten Schwert, nämlich den totalen Verbot für die Zukunft, belegt werden darf. Und schließlich, und das machen auch die erläuternden Bemerkungen des Bundesverwaltungsgerichts aus, ist klar, dass erhebliche Zweifel an der Substanz der vom BMI zusammen mit den Landesbehörden gegen Kompakt gesammelten Vorwürfe bestehen. Wie ist die Situation nach diesem Beschluss? Kann das Magazin weiter erscheinen? Es ist zurück. Aber tatsächlich gibt es natürlich rein praktische Hindernisse, die jetzt durch die Arbeit der Unterstützer von Kompakt und durch die Anwälte, die sich in dieser Angelegenheit engagiert sind, ausgeräumt werden müssen. Es gibt im Moment keinerlei Betriebsmittel. Die liegen in den Händen der Länderpolizeien, also hier vor allem in Brandenburg. Und in dieser Minute sind bereits die ersten Rechtsmittel eingelegt, um die beschlossenen und durchgeführten Beschlagnahmen aufzuheben und eine Rückgabe der Ausstattung und auch der geistigen Grundlagen für die weitere Publizierung von Kompakt und der weiteren Produkte des Pressehauses möglich zu machen. Es wird einige Zeit dauern, aber auch dieses Unterfangen wird mit der gebotenen Dringlichkeit angefasst. Und es ist auch sehr erfreulich, dass das Bundesverwaltungsgericht ebenfalls in einer sehr großen Schnelligkeit sich dieses wichtigen Themas angenommen hat, um Kompakt wieder den Zugang zum Meinungs- und Pressemarkt zu ermöglichen. Herzlichen Dank für die Hintergrundausführungen. Jetzt übergebe ich das Wort an den Fraktionsvorsitzenden für die politischen Konsequenzen. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte zunächst mal herzlich gratulieren, Jürgen und Stefanie Elsässer und Maurits Lothdorf zu diesem großartigen Erfolg. Das freut mich ungemein, es freut uns in der Fraktion alle ungemein.
Ich möchte euch gleichzeitig ganz herzlich danken, weil ihr mit diesem Verfahren, dieser Klage, diesem Land, unserem Land, dem Land Brandenburg, aber auch der Bundesrepublik Deutschland einen großen Dienst erwiesen habt. Ihr habt euch verdient gemacht um die Meinungsfreiheit und die Pressefreiheit im Land und dafür ganz herzlichen Dank. Dafür habt ihr euch jeden Orden dieses Landes verdient. Ihr habt euch auch verdient gemacht um die Demokratie im Land Brandenburg, denn das hat der Jürgen Elsässer eingangs gesagt, das hat Anwalt Laurens Lothof ja noch mal ausgeführt. Die Verfolgungsjagd, das war deine Formulierung, die Verfolgungsjagd auf Kompakt begann hier in Brandenburg. Und begann ursächlich mit den Einstufungen des Landesamts, nee, das ist der Abteilung Verfassungsschutz, Abteilung 5 des Innenministeriums. Und diese Abteilung hat sich in eurem Fall, wie in vielen anderen Fällen, erwiesen als eine Organisation, die nicht etwa die Demokratie im Land verteidigt, sondern eine Gefahr für die Demokratie im Land ist. Dieser Verfassungsschutz und seinem Abteilungsleiter Jörg Müller ist eine Gefahr für die Demokratie im Brandenburg. Und deswegen ist die Forderung, die politische Forderung ganz klar. Die erste Forderung ist, dass dieser Mann aus dem Amt entfernt wird. Sofort aus dem Amt entfernt wird. Er darf keinen Tag länger sein unseliges Wesen gefangen. Zweite Forderung, die sich aus dem ergibt, was vorhin gesagt wurde, ist, dass unverzüglich alle Vermögensgegenstände euch zurückerstattet werden, kompakt zurückerstattet werden, damit ihr eure Arbeit weiter aufnehmen könnt. Was die politischen Forderungen angeht, gibt es noch einen Punkt 3 und 4. Wir wissen, dass der Verfassungsschutz keine unabhängige Behörde ist. Wir wissen, dass dieser Amoklauf des Brandenburger Verfassungsschutzes begann mit der wirklich ziemlich schändlichen Entlassung von Frank Nürnberger als Chef des Verfassungsschutzes durch den damaligen frischen Innenminister Michael Schwindt. Der Verfassungsschutz zuvor hatte eine ganz andere Rolle gespielt. Er hat weder Zukunft Heibach noch uns persönlich noch kompakt noch irgendjemanden beobachtet. Der hat seine Rolle als Verfassungsschützer ganz anders abgefasst als der neue. Und der Amoklauf dieses Verfassungsschutzes begann mit dem Amtsantritt der neuen Landesregierung, mit dem Amtsantritt des CDU-Innenministers Michael Schmidt. Und natürlich wäre die logische Konsequenz jetzt auch den Rücktritt von Michael Schmidt zu verlangen. Allerdings seine eigene Partei, die CDU, hat Michael Stübken längst aus dem Rennen genommen. Es erübrigt sich eine Rücktrittsforderung, die Michael Stübken ist aus dem Rennen. Und dann haben wir noch den Ministerpräsidenten, der die Richtlinie der Politik in Brandenburg vorgibt, der also auch verantwortlich ist für das Wirken seines Innenministers und für den Amoklauf seines Verfassungsschutzchefs. Dietmar Woidke ist dafür verantwortlich. Und er hat ja auch laut und deutlich das Verbot von Kompakt gefeiert. Er hat es als notwendige und richtige Maßnahme begrüßt. Er sprach davon, dass der demokratische Rechtsstaat zeige, dass er handlungsfähig ist und gegen Verfassungsfeinde vorgeht. Herr Lothof hat dargelegt, Herr Woidke hat eine Maßnahme gefeiert, die offensichtlich rechts- und verfassungswidrig war. Herr Woidke müsste auch aus dem Rennen genommen werden. Und das wäre unsere Forderung, hätte er sich nicht selbst aus dem Rennen genommen. Herr Woidke hat ja erklärt, er sei weg, wenn er am 22. September nicht mehr die stärkste Partei führt. Das wird der Fall sein. Insofern übrigt sich eine Rücktrittsforderung gegen Herrn Woidke. Das hat er selber gemacht. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich höre das Wort an unseren Brandenburg-Geschäftsführer Dennis Polo. Ja, meine Damen und Herren, lassen Sie mich in meiner gewohnten Art noch, wenn es um was hier passiert ist. Hier wurde ein Verlag rechtswidrig verboten. Und wenn man das jetzt über die Ausführung von Herrn Lothof nochmal sich rekapituliert, dann weiß man eigentlich, was hier im Hintergrund gelaufen ist. In einem Land, in dem faktisch nichts mehr funktioniert, in dem die Sicherheitslage dramatisch ist, wir haben 2 Gruppenvergewaltigungen am Tag, 24 Messerstecher am Tag, wir haben heute die neuesten Zahlen zu den Bahnhofsschubsern, 3 Bahnhofsschubser am Tag, da beschäftigt sich das Bundesinnenministerium, das zuständig für die Sicherheitslage in diesem Land ist, doch lieber mit einem Verlag, der diese Dinge ausspricht und dann noch 7000 Seiten Verfahrens- oder Verwaltungsvorgänge erstellt. Das kann man sich mal vorstellen, wie viele Mitarbeiter im Bundesinnenministerium jahrelang abgestellt werden, um die Opposition hier im Land zu bekämpfen, währenddessen die wahren Probleme hier nicht angegangen werden. Und das ist ein riesiger Skandal. Und dieser Skandal muss aufgearbeitet werden. Und deswegen sind wir von der AfD der Überzeugung, dass ein Rücktritt hier gar nicht die richtige Konsequenz ist. Für die Landespolitiker sowieso nicht. Herr Dr. Berndt hat es eben gesagt, der Ministerpräsident ist bald weg, der kommt nicht wieder. Die AfD wird stärkste Kraft.
Der Innenminister ist bald weg, der kommt auch nicht wieder. Und Nancy Faeser, die sollte nicht nur zurücktreten, sondern sie sollte zur Rechenschaft gezogen werden. Von der AfD haben wir mehrfach hier im Landtag das Thema Politikerhaftung in die Debatte mit eingebracht. Die Politiker sollten nicht nur haften, wenn sie Steuergeld verschwenden, sondern sie sollten vor allem dann haften, wenn sie unter Vorsatz. Und dieser Vorsatz ist hier eindeutig erkennbar, unter Vorsatz diesen Rechtsstaat missachten und diesen Rechtsstaat verachten. Und das ist etwas, was Nancy Faeser hier getan hat. Und deswegen sollten nicht nur Nancy Faeser, sondern auch der Verfassungsschutzchef Müller, aber auch unser Innenminister Stübgen hier auch politisch und rechtlich zur Rechenschaft gezogen werden. Ein Rücktritt ist unserer Meinung nach hier nicht genug. Wenn nämlich ein Rücktritt erfolgt, kommt der nächste von der SPD. Und wir wissen ja, dass diese Partei es nicht gut mit unserem Land meint. Und der Großteil der Brandenburger weiß das auch. Und deswegen schickt der Großteil der Brandenburger demnächst auch Dietmar Woidke in die Rente, die nicht wohl verdient ist und leider viel zu spät kommt. Aber sie wird kommen. Vielen Dank. Vielen Dank. Sie haben jetzt Gelegenheit, Fragen zu stellen. Ich bitte Sie, wenn Sie die Frage stellen, kurz Ihr Namen und Medium zu nennen, damit die Leute am Livestream das auch nachvollziehen können. Bitte schön. Ja, gibt es Fragen? Bitte. Dimitri Blinski von RTL und NTV. Herr Elsässer, Sie bezeichnen Ihr Medium ja als kritisch und eigenständig. Wie kommt es zu diesem Auftritt heute mit der AfD-Fraktion? Das hat so einen etwas komischen Beigeschmack. Machen Sie sich nicht angreifbar dadurch? Wenn uns eine andere Fraktion eingeladen hätte, wären wir auch der Einladung einer anderen Fraktion gefolgt. Aber wie die Dinge nun mal liegen, ist es einzig und allein die AfD, die sich hier für die Grundrechte und in unserem Fall für die Pressefreiheit stark macht. Und es ist übrigens auch bemerkenswert und für mich selbst auch schockierend, dass das Bündnis Sahra Wagenknecht, was ja nicht zu den Altparteien gehört, weil es erst seit kurzer Zeit am Start ist, kein einziges Wort zum Verbot von Kompaktmagazinen geäußert hat. Kein einziges Wort. Also mit welchem Recht tritt hier das BSW sozusagen an in der Rolle einer Erneuerung der Politik oder einer neuen Opposition? Ich kann das leider nicht sehen. Wir wären gern auch zum BSW gegangen, wenn die was gemacht hätten, aber absolute Fehlanzeichen. Von den Altparteien hätten wir das eh nicht erwartet. Im Übrigen ist offensichtlich, dass in der Frage Demokratie, in der Frage Frieden, die Positionen von mir und zum Beispiel von Christoph Berndt sehr eng beieinander liegen. Trotzdem haben wir immer darauf Wert gelegt, Kompakt ist parteiunabhängig. Kompakt ist überparteilich. Und Christoph Berndt wird Ihnen gerne bestätigen, wie oft wir uns in Kompakt Magazin und Kompakt TV schon sehr, sehr kritisch mit der AfD auseinandergesetzt haben. Also wir nehmen keine Weisungen von keiner Partei an. Aber die AfD macht bei der Verteidigung der Grundrechte einen sehr guten Job. Und an der Frage stehen wir Schulter an Schulter. Vielen Dank. Bitte schön. Dann die Frage alles noch an Herrn Kurz für den Namen und Medium. Also der ist hier von Brandenburg aktuell angewiesen. Herr Lein, die Frage andersrum, wo sehen Sie Ihre Sympathien zu Brandenburg? Lieber Hebel, Herr Elsässer hat es ja auch gesagt, und das hat ja auch zeigen auch die Erfahrungen der letzten Jahre, wir sind die Rechtsstaatspartei in Deutschland, die letzte verbliebene Rechtsstaatspartei, die sich für Grundrechte, Meinungsfreiheit, Demokratie und insofern haben wir Sympathie und Nähe zu all denjenigen Medien, zu all denjenigen Persönlichkeiten, zu all denjenigen Bürgern, den Mutigen im Land, die Freiheit, Demokratie und Rechtsstaat aufrechterhalten wollen, gegen Anmaßungen von Altparteien, die längst ihre Legitimation verspielt haben und jetzt nur noch auf die Karte Repression setzen. Es ist vollkommen klar, dass diejenigen, die sich für die Demokratie im Land einsetzen, Sympathie füreinander empfinden und sich da, wo es geht, auch gegenseitig unterstützen. Frau Netzner, Tagesspiegel und Potsdamer Neueste Nachrichten. Herr Berndt, Sie haben nach dem Verbot auch von einem Angriff auf die, auf den Wahlkampf der AfD vor der Brandenburg-Wahl gesprochen. Stichwort Bühne, die nicht zur Verfügung stünde. Sie haben eine
Spendenkampagne gestartet. Was bedeutet das jetzt für Ihren Wahlkampf? Haben Sie jetzt doppelten Etat? Wie viele Spenden sind denn da zusammengekommen? Ja, letzter vielen Dank für die Frage und für die Erinnerung. Ja, ist Tatsache, das war ein Angriff, Herr Notow hat es ja auch geführt, das war auch ein Angriff auf die AfD und auch die AfD in Brandenburg. Ganz klar. Der Verfassungsschutz hatte seine Hände im Spiel, dafür hat er sich ja gerühmt, dafür hat sich auch die Brandenburger Regierung gerühmt. Und er wusste, dass wir dort Geld investiert hatten und wollte uns, da kann man mit Sicherheit davon ausgehen, uns auf diese Weise auch Schaden zu bringen. Wir hatten den Schaden und wir haben, und das ist eine gute Seite, dieser Schaden hat uns nur noch motiviert. Wir haben zu Spenden aufgerufen, das ist sehr häufig, dass das dann ins Gegenteil recht geschlagen ist, das, was dort Nancy Faeser, Michael Stübke und Jörg Müller ins Werk gesetzt haben. Wir haben eine große Unterstützung und Solidarität bekommen und haben genug Geld gesammelt, dass wir uns eine Bühne kaufen konnten und unsere Wahlkämpfe jetzt durchführen können. Und dennoch bleibt es bei wirtschaftlichen Schaden, vor allem hat ja auch kompakt wirtschaftlichen Schaden. Und da sind wir jetzt mit den Juristen im Gespräch, ob wir als AfD-Fraktion jetzt direkt das Innenministerium verklagen können oder ob das indirekt gemacht werden muss, dass wir sagen, hier kompakt und sind Schaden entstanden, wir hatten Verträge, ihr konntet das nicht erfüllen und ihr reicht diese Klage netterweise weiter an das Bundesinnenministerium. Auf jeden Fall, das ist der Punkt, wir werden jede Möglichkeit nutzen, dass in dem Sinne, wie es Herr Roloch ausgeführt hat, dass wir diesen Politikern, die mutwillig sich über Rechte und Gesetze hinweggesetzt haben, das dann auch in Rechnung stellen. Also wir werden jede Möglichkeit nutzen, die wir haben, uns das verloren gegangene Geld zurückzuholen. Wir brauchen dieses Geld, Herr Metzler. Wir haben nicht die Mittel wie die SPD, die 1 oder 2 Millionen irgendwelche Fanmagazine namens Wolke durch die Welt tragen lassen kann und mit ihren Märchengeschichten versuchen, noch die Leute von dem zu überzeugen, was sie bisher jahrelang nicht hingekriegt hat. Also wenn wir nur annähernd Waffengleichheit haben wollen, dann brauchen wir jeden Euro und den werden wir gegenüber Regierungen, die sich nicht an Recht und Gesetz halten, auf alle Fälle einfordern. Schwingt da ein bisschen Dank für das Wahlkampfgeschenk mit? Nee, dafür ist die Sache eigentlich zu ernst. Dafür ist die Sache zu ernst. Wir beide haben Ostsozialisation und wir beide wissen es zu schätzen, dass wir in Demokratie Wahlkämpfe führen können. Und da schwingt keine Freude mit, wenn in dieser Art und Weise einfach reingehauen wird in das, was wir 1989 so überraschend und so großartig bekommen hat, versucht wird kaputt zu machen durch Regierungen, die nicht mit Politik überzeugen, sondern auf Revolution setzen. Kein bisschen Freude, überhaupt nicht. Nur Freude darüber, dass der Widerstand dagegen erfolgt. Ich muss noch zwei Fragen für zunächst. Also Sie sprachen eingangs davon, von Druck der Regierung auf Justiz. Bleiben Sie bei diesem Urteil nach dem gestrigen Tag? Der Entscheid hat gezeigt, dass es Richter gibt im Land und in Sonderheit im Bundesverwaltungsgericht, die sich von der Politik und übrigens auch von der Vorverurteilung durch manche Medien nicht beeindrucken lassen und ihren eigenen Weg gehen, streng an der juristischen Sache orientiert. Wir halten es aber für einen Einzelfall, so wie das klingt. Zur Nachfrage. Von der Nachfrage stimmt dazu. Ja, also es klang eben, sonst würden Sie das für einen seltenen Fall halten. Sehen Sie das so? Nochmal? Es klang eben so, als würden Sie die Unabhängigkeit der Justiz für einen seltenen Fall halten. Sehen Sie das so? Ja, wir haben in Corona-Zeiten erlebt, dass auf die Gerichte ein erheblicher Druck ausgeübt worden ist. Ich glaube, einmal wurde sogar ein Richter aus dem Spiel genommen und verurteilt, der sich bei Masken und Maßnahmen quergestellt hat. Also das war schon alles sehr bedenklich. Also es gibt diese Tendenzen, die Gewaltenteilung, die eine Demokratie ausmacht, zu durchbrechen. Es gibt diese Tendenzen verstärkt, aber diese Tendenzen sind offensichtlich nicht absolut, denn es gibt auch Gegentendenzen, wie sich jetzt gestern gezeigt hat. Im Grunde läuft ein Ringen zwischen Demokratie und Diktatur, wie ich vorhin gesagt habe. Frau Faeser und die Grünen stehen für die Diktatur
Und es gibt etwa in der Justiz, wie sich gezeigt hat, Gegenkräfte. Vielleicht wird man auch in der FDP entsprechende Gegenkräfte finden, wie Herrn Kubicki, die sich dieser Faschisierung entgegenstellen. Und der Kampf ist offensichtlich erfreulicherweise noch nicht entschieden, so wie die Impfpflicht in letzter Minute sozusagen abgewendet werden konnte, die allgemeine Impfpflicht, so konnte auch jetzt der Vernichtungsschlag gegen die Pressefreiheit abgewendet werden. Sehr erfreulich. So, jetzt, bitteschön. Herr Wendel von der Deutschen Presseagentur. Herr Elsässer, wie hoch ist der wirtschaftliche Schaden, der entstanden ist für Kompakt, für Ihr Medienhaus und an Herrn Dr. Bernd? Wie hoch ist der Schaden für die AfD? Und wenn Sie mir erlauben, wann soll die Arbeitsaufnahme in Ihrem Medienhaus wieder erfolgen? Also zum wirtschaftlichen Schaden, den müssen wir natürlich noch durchrechnen. Die Untergrenze des wirtschaftlichen Schadens liegt bei etwa 320.000 Euro. Das sind nämlich die Umsätze in 4 Wochen, die wir nicht realisieren konnten, weil wir nicht mehr arbeitsfähig und stillgelegt waren. Das ist die Untergrenze. Das geht sicherlich noch nach oben und wir werden die Regierung oder das BMI bei jedem Cent regresspflichtig machen. Was die Wiederaufnahme der Arbeit angeht, wir sind im Augenblick immer noch blank. Wir haben gar nichts. Wir haben keine Computer, wir haben keine Telefone, wir haben keine Kameras, wir haben kein Mischpult, wir haben kein TV-Studio. Das hat alles Platz gefunden in der Asservatenkammer. Und wir hoffen, dass wir das schnellstmöglich zurückkriegen. Aber ich befürchte, dass wir da auch juristisch nachhaken müssen. Das heißt, selbst wenn wir morgen die Sachen bekämen, bis wir das alles wieder arrangiert haben, wären wir erst wieder in 14 Tagen auf der Ebene Printmagazin handlungs- und produktionsfähig. Was wir aber jetzt gleich in Angriff nehmen können und schon Anfang der Woche realisieren werden, die Augustausgabe von Kompaktmagazin ist ja gedruckt worden und wurde dann in der Druckerei sozusagen festgehalten. Konnte nicht mehr ausgeliefert werden. Die Druckerei hat die Druckausgabe aufbewahrt und sie wird nächste Woche zu uns kommen. Und wir werden einen Notbetrieb aufrechterhalten oder aufbauen, der die Druckausgabe dann an alle Interessenten ausliefert. Leider noch nicht an die Abonnenten, weil auch die Abonnentenkartei unter Beschlag ist und noch nicht zurück. Also man kann sich aber die Augustausgabe jetzt schon bestellen. Näheres dazu steht auf meinem Twitter- oder X-Kanal. Außerdem werden wir sehr schnell beginnen mit TV-Produktionen. Da ist auch alles weg, wie ich schon gesagt habe. Wir hatten auch ein Studio, was wir nicht halten konnten in der Verbotsphase, weil die Mieten so hoch waren. Nun mussten wir aus dem Mietvertrag rausgehen. Wir müssen also erst ein neues TV-Studio einrichten und anmieten. Das ist auch ein sehr komplizierter Prozess, der dann als Schaden zu Buche schlägt und auch eingeklagt werden wird von uns. Aber jedenfalls denke ich, dass wir auf der Print-Ebene schneller handlungsfähig sein werden als auf der TV-Ebene schneller handlungsfähig sein werden als auf der Print-Ebene. Und die Augustausgabe, wie gesagt, die wird schon nächste Woche geben, beziehungsweise ich hoffe, dass ich die ersten 500 Exemplare schon morgen auf einer Veranstaltung, auf einem Sommerfest der AfD in Pirna dabei haben werde. Ja, wenn ich noch ergänzen darf, die Frage war ja einigteils an mich gerichtet. Erstens, uns ist ein Schaden in fünfstelliger Höhe entstanden, die fünfstellige Summe. Zweitens, ich bin auch Abonnent, also auch wenn die Kartei weg ist, aber ich will es schon mal ankündigen, ich bin Abonnent und vielleicht gibt es ja die Gelegenheit, wenn sich Abonnenten melden, dass die auch das neue Exemplar bekommen. Und wenn wir noch mal ganz kurz auf die Frage zurückkommen, Ausnahme oder Regel in der Rechtsprechung. Wir hatten ja auch in Brandenburg eine Entscheidung des Landesverfassungsgerichtes zum Brandenburg-Paket, Sie erinnern sich, die zu unseren Gunsten ausgefallen ist. Also wie Jürgen Elsässer hat gesagt, der Kampf zwischen Einflussnahme der Parteien, der Altparteien auf die Gerichte und dem Widerstandsgeist und Demokratiegeist der Gerichte, er ist nicht entschieden, er ist noch offen. Es gibt schon noch
es gibt schon noch Kräfte, die die Demokratie verteidigen, auch in der Rechtsprechung, gar keine Frage. Das ist nicht alles schwarz oder weiß. Aber auf der anderen Seite haben wir eben auch diese Fälle erwähnt und darum finde ich gesehen und darum bin ich auch jungen Elsässer dankbar, dass er auch diesen Fall erwähnt hat. Richter Detmar in Weimar, der sich wirklich Mühe gegeben hat, ein Urteil zu sprechen zur Maskenpflicht in Schulen, der Experten herangezogen hat. Wirklich und im Ergebnis für sein Urteil aus dem Amt entfernt wurde. Mit mehreren Hausdurchsuchungen, mit Hausdurchsuchungen der Gutachter in Deutschland, im besten Deutschland, das wir hier hatten, im demokratischen Rechtsstaat. Oder denken Sie an Stefan Kohn, den Ministerialbeamten im Bundesinnenministerium, der am 8. Mai 2020 ein Memorandum an den damaligen Bundesinnenminister Horst Seehofer und an alle Landesregierungen geschickt hat und ausgeführt hat, dass es ganz offensichtlich ist, dass die Corona-Maßnahmen mehr Schaden anrichten, als sie Nutzen stiften. Und der zum Dank dafür aus dem Dienst entfernt wurde, aus dem Beamtenverhältnis entfernt wurde, der jetzt vor dem Nichts steht, gar nichts mehr hat. Nur weil er seine Pflicht als Beamter erfüllt hat und seinen Dienstherrn aufmerksam gemacht hat, das, was jetzt in den RKI-Protokollen jeder nachlesen kann, dass das, was da gemacht wurde, Schaden anrichtet und nicht nötig ist. Und solange es solche Fälle gibt, müssen wir die immer wieder aufrufen. Darum ist es wichtig, dass es ein Medium wie Kompakt gibt, dass das nicht in Vergessenheit geraten wird und dass diesen Personen Gerechtigkeit, dass diese Personen Gerechtigkeit erfahren. Das ist auch ein Appell an Sie. Lassen Sie diese Menschen nicht einfach in Vergessenheit geraten. Lassen Sie nicht zu, dass Menschen, die wirklich ihre Pflicht erfüllt haben, in dieser Art und Weise abgestraft werden und ins wirtschaftliche Nichts geschmissen werden. Das können wir nicht akzeptieren. So, eine Frage haben Sie dazu? Björn Banane, alternativer Medienmacher. Ich würde gern wissen, die GmbH Kompakt hat ja auch eine Deutschlandtour mit dem Namen Blaue Welle durchgeführt. Wird diese Blaue Welle jetzt wieder stattfinden und weitergeführt? Steht da schon eine neue Planung im Sinne? Und wann kommen die Sachen zurück, wie Bühne und eure persönlichen Dinge? Ja, die Blaue Welle kann natürlich nicht laufen ohne Bühne und ohne Zugfahrzeug. Da warten wir natürlich drauf. Im Übrigen, wenn wir das zurückbekommen sollten, noch bis Anfang September, hat ja eigentlich die AfD das gemietet. Ja? Also der erste Ball läge sozusagen bei der AfD Brandenburg, die Zugriff hat auf diese Technik. Also wir wären ja nicht der Veranstalter, sondern wir würden nur die Technik ausleihen. Aber prinzipiell war natürlich die Blaue Welle etwas, was durchaus zu Fäsers Furor beigetragen hat. Denn wir haben damit eine völlig neue Schiene der Medienarbeit aufgebaut. Also nicht nur Print, nicht nur TV, nicht nur Internet, sondern wir haben das gemacht, was zum Beispiel auch der RBB macht. Wir gehen raus zum Volk und machen Open Air. Die Redakteure und die Leser bzw. Zuschauer treffen sich. Dass wir dazu in der Lage sind, hat wahrscheinlich das Establishment sehr, sehr stark verunsichert. Und zum Zuschlagen am 14. Juli, am 16. Juli beigetragen. Ja. Also wir werden auf jeden Fall diese Schiene weiterentwickeln. Ob das dann Blaue Welle heißt oder einen anderen Begriff hat, müssen wir noch mal sehen. Aber mir hat sehr viel Spaß gemacht, meiner Frau hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben oft auf der Blauen Welle Bühne getanzt, die Leute haben mitgetanzt. Also da war wirklich gute Laune und kein Wunder, Frau Faeser und die Grünen sind ja Spaßverderber. Gute Laune bei Volksfesten und überhaupt Volksfeste, das sollte nicht sein. Ja. So, bitte, vorne war noch eine Frage. Ja, mein Name ist Andreas Dorfmann, Portilla Group. Dazu gehören unter anderem TV Berlin und Hauptstadt TV in Brandenburg. Nach dieser Entscheidung vom Bundesverwaltungsgericht in Leipzig, Eilverfahren, möchte ich ganz gerne meinen Juristen fragen in Richtung Hauptsacheverfahren. Auf was muss man sich jetzt da einstellen? Da gibt es ja unterschiedliche Zeiträume, die genannt werden, von Monaten bis Jahren. Auf was stellen Sie sich denn ein?
Wir stellen uns auf ein langes Verfahren ein. Und das ist auch etwas die Krux von dieser Art, Verbote auszusprechen. Das Grundgesetz erkennt ja einzelne Sondersituationen der politischen Parteien, aber auch zum Beispiel bei der Verwirrung von Grundrechten, insbesondere der Meinungs- und der Pressefreiheit, dass so etwas nicht durch die Regierung ausgesprochen verhängt werden darf, sondern dass dieser Wunsch erst einmal bei der zuständigen Stelle, nämlich einem dem Verfassungsgericht angebracht wird, das wird ein Verfahren geführt und am Ende wird dann geurteilt, ist eine Partei zu verbieten oder ist das Grundrecht auf Pressefreiheit verwirkt. Hier wurde der Vorgang umgedreht. Erst wird das Verbot ausgesprochen, das Pressekollegium wird ausgelöscht, sämtliche sachlichen und finanziellen Mittel werden weggenommen und in der Regel muss dann dieser gefesselte Betroffene das langjährige Verfahren durchstreiten. Die Situation ist jetzt eine andere. Wir haben die Aussicht, dass sich Compact also auch in diesem weiteren Gang mit verbesserter Kraft wehren kann. Aber eine Ernstprognose, wie lange es dauert, ist schwer zu treffen. Wir haben ja noch nicht einmal die Gründe. Und ich denke, dass diese Richtschnur, die das Bundesverwaltungsgericht jetzt mit dem neuen Prüfungsmaßstab in den Raum, in den rechtlichen und in den politischen Raum hineingibt, auch den weiteren Gang des Verfahrens maßgeblich beeinflussen wird. Vielen Dank. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, ich sehe keine weiteren Fragen, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Dann geht ja noch mal.